In the ultimate battle between Doom and Gloom, which side will you choose? Get ready to harvest your courage as Earth's mightiest heroes face off against the world's most powerful plants. Yo, Plants vs. Zombies, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies Heroes. Neue Pflanzenmission für uns, aber sowas von. Schade, den Zombie-Helden, das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich weiß nicht, ob wir da mal was anderes nehmen wollen. Ich hätte gerne einfach mal eine andere Pflanze. Wann kriegt man denn hier mal welche? Wir spielen immer mit den gleichen. Wir spielen immer mit den gleichen Pflanzen und allem. Irgendwie finde ich das nicht cool. Was gibt's denn hier Neues? Alles ausnahmslos Zombies, das ist der Brains Premium Pack. Legendärer oder neuer Held. Mindestens ein seltener, super seltener, legendärer oder neuer Held. Hä? Was meinen die dann damit? Dass man da was. Was kann man da rauskriegen? Also man kann diese Helden da rauskriegen. Also das heißt, man kriegt auf jeden Fall einen? Weil hier steht ja 6 Karten aus dem Premium Set. Mindestens ein seltener, super seltener, legendärer oder neuer Held. So, das heißt, mindestens eine seltene, super seltene, legendäre Karte. Oder einen neuen Helden. Ich glaube ja, oder? Wir können ja trotzdem mal eins kaufen und gucken, was wir da rauskriegen. Ich glaube, wir kriegen dann keinen Helden. Ich glaube, das wäre ja ein bisschen OP für so wenig. Für so wenig glaube ich jetzt nicht. Aber wir kriegen auf jeden Fall mal ungewöhnliche Pflanzen, die wir noch nicht haben. Okay, teilweise schon. Ein schöner P-Shooter und das war's dann. Aber der sieht ja nicht schlecht aus. Die Bosshülse. Juhu. Lol. Juhu. Wenn du eine andere Erbse spielst, erhält sie 2-2. Davon könnten wir mehr gebrauchen. Die sind gar nicht mal so übel. Ja, danke, danke. Ja, 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 danke, danke. Okay. Da müsste man tatsächlich irgendwie so dieses Heldenpack kaufen. Damit man auf jeden Fall einen Helden bekommt. Heldenpower 10 Premium Packs garantiert mit Zitronen, Rosi, Captain und Hirnfrost, Professor Plosse und Neptunia. Erhalte eine super seltene Karte, wenn du den Helden schon besitzt. Für 50 Euro. Alter, das ist so. Welche Packs müssen wir dann kaufen, um auf jeden Fall irgendwas zu bekommen? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ja, hier steht auch wieder, dass man einen neuen Helden kriegen kann. Das sieht für mich alles nicht so aus, als wäre das voll nicht Truman. Na gut, dann werden wir wohl mit dem alten Kram spielen müssen. Wir spielen jetzt mal mit Spudo. Da kann man noch was anpassen. Was können wir denn nochmal anpassen? Oh. Guckt mal, Menüs. Menüs sind doch nicht schlecht. Menüs bedeutet, wir können uns gegenseitig hochbuffen. Davon können wir mehr gebrauchen. Wir nehmen. Was haben wir hier? Wir haben ja die Bluesberry. Verursacht 2 Schaden. Das ist gut. Das ist richtig gut. Was war das nochmal? Was kannst du? Ich will nicht herausgefordert werden. Nein. Nein, ich will nicht. Nein, danke. Was ist das? Verursacht 5 Schaden an einem Zombie. Ist nicht schlecht. Was war das hier? Verwandle eine Pflanze in eine zufällige Pflanze, zähle Karte. Das finde ich halt interessant. Das möchte ich mal irgendwann sehen. Deswegen kein Plan, was wir da wegnehmen sollen. Also, die Grabfresser-Dinger sind natürlich auch nicht schlecht. Ach, das ist... Wer ist das? Valutna schon wieder. Wieso machen die Leute das denn immer? Ist es so anstrengend? Weil Freunde muss suchen. Wartet da unten. Kann nur die einzige sein, die gerade online ist. Verdammt! Ich wurde schon herausgefordert wieder, bevor ich... Nein, danke. Achso, nicht da. Nein, danke. Das war anstrengend. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte an dem Pack weiterarbeiten. Okay. Das mit den Pilzen. Wir haben ja damit gearbeitet, irgendwie die Pilze auch zu ver... Die waren ja echt stark. Ich nehme trotzdem mal die Einserpilze teilweise raus. Und wir haben ja das... Das ist ja hier... Das ist ja dieses... Nüsse verstärkt. Deswegen finde ich die ziemlich gut. Die sollten wir auf jeden Fall dazu packen. Oh Gott, ist das anstrengend. Ich muss die ganzen Leute später fertigstellen. Ich muss die ganzen Leute wieder aus meiner Freundesliste rausschmeißen. Ah, kann man irgendwie so, dass die Leute einem nicht hier ein einladen? Kann man das irgendwo einstellen, dass man nicht einfach so... Nee, geht nicht, ne? Nutzerdatenweitergabe. Nee, man kann nicht ausschalten, dass ich halt temporär nicht eingeladen werden kann zu irgendwelchen Herausforderungen oder sowas. Das wäre voll gut. Wo war denn stehen geblieben? Hier.
Dass du das so temporär ausschalten kannst, wäre voll nett. Also wir haben jetzt drei hiervon. Die stärkt unsere Nüsse. Du bist doch auch eine Nuss, nicht wahr? Ja, du gehörst zu den Nusspflanzen. Oh, was bist du denn, Süßes? Das ist eine Fruchtpflanze, ein Birnenbar. Ich schaffe hier einen Birnenbuddy. Der ist teamfähig. Das ist ja auch süß. Du bist ein Grabfresser. Du zerstörst einen Grabstein. Das ist natürlich ziemlich stark, ne? Das können wir jetzt mal nicht hier... Das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal behalten. Agents of Leaf. Oh mein Gott. Das Insider. Eingehende Nachricht von Deppy Dave betreffend Zechmech. Obacht, Pflanzenhelden, Wüste Wissenschaft auf 12 Uhr. Top Secret Trans Zombie Only, okay, Asymimor. Zombosbot, eine Armee aus Zechmech Zombiebots. Das scheint ungut. Holt sie euch. Okay. Dann müssen wir jetzt die Zechmechs aufhalten. Kein Problem. I got this. Dale? Ah, oh, Spudo, ich liebe Spudo. Spudo ist so süß. Rerollen. Rerollen. Ja, das ist doch super. Das ist doch auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Dann setzen wir mal dich hier hin. Eine süße kleine Nuss. Zwei Schaden auf Super. Okay, der kann einen richtigen Massenangriff. Das hat erstmal verdammt viel Anfangsschaden direkt gezogen. Das hier so Effekt alle Pilze, das will ich eigentlich gar nicht. Verursacht 3 Schaden, da könnte ich ja wenigstens ihm mal direkt Schaden machen hier. Da sind wir wenigstens wieder einigermaßen gleich auf. Das blockt er jetzt wahrscheinlich auch noch die Sau. Oh Mann. Ach nö. Kann ich den nicht mal richtig Schaden machen. 3 Schaden. Das macht ihm nur 2 Schaden. Dann ist er aber weg. Ich habe nämlich eine Idee. Ja. Tschüss. Ich setze jetzt dich hier hin. Und wir spielen in der nächsten Runde den da unten. Und dann kann auch unsere Nuss angreifen. Ja, Mann. Das ist die Idee. Oh yeah, oh yeah. Mhm. Oh yeah, oh yeah. Oder ich kann auch 2 Pilze setzen. Gepanzert, dann müssen wir, und der macht 3 Schaden. Um richtig stark zu sein, müssten wir da fast ein bisschen anderen Schüttel machen. So, der macht jetzt die Pilze noch stärker, sehr gut. Die ergänzen sich schön. Dann machen wir ihm wenigstens 2 Schaden. Jawohl, dann müssen wir nur noch mal eine Pflanze haben, die noch mal 3 Schaden macht. Oh, das mit der zufälligen Pflanze ist so verlockend. Alter, die sind so stark. Was stellst du mir die alle vor die Nase? Was stellt er mir die alle vor die Nase? Der ist... Das ist zu stark. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das wird wehtun. Okay, dem machen wir nur 1 Schaden. Der ist auch nicht erledigt damit. Dafür kriegt er hier ordentlich auf die Nase. Aua, ich aber auch. Oh Mann, das ist nicht cool. Du machst 2 Schaden, würde nur 1 Schaden bedeuten. Das muss hier weg. Und ich erschaffe jetzt hier einfach... Verwandle eine Pflanze in eine zufällige Pflanze. Ach so. Hm, ich will aber keine vorhandene Pflanze verwandeln. Wisst ihr was? Wir setzen hier einen Kroko hin. Nimm selbst 1 Schaden. Okay, das ist danach nicht mehr... Oh, wow, was für eine Combo, Leute! Was für eine Combo. Okay, du verlegst den. Dann verleg den mal. Dahin? Okay, das ist nicht nett. Au, aua, au. Au, aua, aua. Nee, behalten. Okay, wir haben jetzt 7 Sonnenlicht zur Verfügung. Das ist jetzt ein bisschen ungeil. Hier nebenan halten. Wartet. Wir verwandeln dich in irgendwas. Okay. Toll! Oh, scheiße. Oh, scheiße, was sind denn das für... Was ist denn? Was ist das denn? Was ist? Wir sind verloren. Wir haben verloren.
Was geht denn bei dem ab? Der ist ja mega stark und die Zombies sind auch mit. Wow, 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 wow. Ich glaube, das Deck, was wir haben, ist einfach nicht gut. Alter Verwalter. Das ist ja richtig heftig. Was sind die Heldenaufträge? Da müssen wir auch noch dran arbeiten. Ja, genau. Und um an die hier ranzukommen, die sind alle in Packs. Aber ich konnte mich ja zwischen Helden entscheiden. Kriege ich das nochmal irgendwann? Kommt dann nochmal irgendwann? Kann ich mich ja nochmal irgendwann für einen Helden entscheiden oder sowas? Das frage ich mich halt gerade. Ob das tatsächlich nochmal irgendwann kommt, dass ich die Möglichkeit habe, mich für einen Helden zu entscheiden oder sowas. Das war ja Kirschbombe und Radzombie. Okay. Und für kurze Zeit. Ja, das Geld habe ich jetzt nicht mehr. Das habe ich für andere Karo ausgegeben. Ja, da ist jede Menge Zeug dabei. Ich kann Sachen recyceln. Genau, wenn Karten zu viel sind, alle extra Karten kann ich recyceln. Das ist genauso wie bei Hearthstone. Das ist gut, das ist zwar nicht viel gewesen jetzt, aber meine Güte. Ja gut, habe ich mir angeguckt. Also neue Karten, so wunderbar. Ich hätte echt gerne neuen Helden, aber die Chance, da einen rauszukriegen, ist ja ziemlich gering, ne? Oder neuer Held, ja. Da steht immer nur oder dran. Das ist gar nicht dann, du kriegst einen, sondern das ist nur oder. Das Einzige, bei dem man was definitiv bekommt, sind diese Heldenpacks für 50 Euro. Alter, das ist nicht, nee, das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Alter, die Preise sind ja krass. Na gut. Ich würde sogar sagen, ich will hier nochmal probieren, nur mit einem anderen Deck. Und dann möchte ich mich mit meinem Schattengrün dran setzen und den möchte ich eventuell anpassen. Unser Frostdeck war ziemlich stark. Da wir aber auch recht viele P-Shooter dabei haben, würde ich ganz gerne... Können wir hier noch einen von herstellen? Haben wir das jetzt noch? Wir können noch einen erschaffen. Das ist sehr gut. Die Schneeglöckchen sind nämlich unsere stärkste Waffe, wenn man es genau betrachtet. Und da möchte ich... Was hätte ich denn gerne weniger dafür? Was brauche ich denn anstelle dessen nicht mehr so? Ich könnte sagen, wir bräuchten nicht mehr... Ey, 40 Karten sehen so viel aus, ist es aber gar nicht. Davon haben wir zwei, dann nehmen wir hier einen weniger und nehmen hier einen hinzu. Und hier nehmen wir ein weniger und nehmen dich hinzu. Dann gucken wir einfach mal, weil du warst halt, wenn eine andere Erbse spielt, hält sie 2-2. Soll heißen, wir haben halt, da ist noch eine Erbse, da sind Erbsen, da sind Erbsen. Wir haben recht viele Erbsen. Pff, YOLO, was soll schon? Da beiße ich mich jetzt ein bisschen fest. Da bin ich jetzt gespannt, ob wir dagegen eine Taktik aufbauen können, Leute. Eine Runde machen wir noch, für eine Runde haben wir noch Zeit. Dich nicht unbedingt, das ist perfekt für den Start. Das ist auch perfekt für den Start. Ja, das kannst du setzen, wie du willst. Ich setze zum Beispiel gerade gleich mal meinen Unge hier hin. Oh nein, der ist dann auch noch stark genug. Hoff, weg damit. Gut, gut. Gegen Tricks. So, er spielt nix. Ich hätte ihn gerne gleich weg. Wir frieren den jetzt ein, dann kann er nicht angreifen. Er wird stärker, wenn man ihn eine Pflanze in die Reihe pflanzt. Deswegen ist das ein bisschen gefährlich. Den machen wir deswegen gleich weg. Damit, also das ist echt eine sehr starke Pflanze, damit muss man dann halt rechnen, ne? Das bringt uns nichts. Wir machen jetzt Card Draw. Je mehr wir haben, desto besser. Und noch ist er uns nicht so gefährlich. Okay, das ist gut. Zugende nimmt einen Schaden. Dann macht er mir erstmal gleich direkt 6 Schaden. Autsch! Das war heftig! Also als er den so vorhin hochgebufft hat, hatte ich echt... Also da habe ich ein bisschen Muffensausen bekommen. Au, 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 au. Tja, in die mittlere Lane direkt Schaden ballern. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm. Machen wir den erstmal gleich weg da und setzen hier eine amphibische Pflanze hin. Sehr gut. Plus 3. Wie er ihn stärker macht, damit er mich einfach platt macht. Das ist richtig gemein. Na gut, damit ist er auf jeden Fall weg. Zack. Das hat doch auch schon mal was. Okay. Dann machen wir das mal hier so. Ist teamfähig. Und wir haben da drüben jetzt eine ziemlich starke Lane. Da soll er erstmal was gegensetzen. Setz doch was dagegen. Zack.
Zack. Da haben wir richtig Glück mit unseren amphibischen Pflanzen. Ja, das ist nicht mal das Problem. Da habe ich sogar eine Antwort drauf. Verlegt eine Pflanze, ziehe eine Karte. Okay, dann verleg die ruhig. Das stört mich jetzt nicht so. Mach ruhig. Was soll's? Du bist trotzdem Geschichte, Bitch. Oh ja. Mach doch. Hier dich. Und hier dich. Und dich machen wir stärker. Soll er ruhig Panik kriegen? Blocken kann er das jetzt eh nicht mehr. Das nützt ihm jetzt rein gar nichts mehr. Das nützt dir jetzt gar nichts mehr. Ich hatte einfach... Yes! Luck ohne Ende! Wow, so übermächtig wie der Zombie gerade noch schien. So schwach ist er jetzt. Die Kombination einfach von einer Schattenerbs ist das Beste, was es gibt. Ja geil. Punkte. Erledigt. Und ich habe wieder Anfragen. Warte, annehmen. Langsam annehmen, sonst backt das hier wieder. So. So. Sehr schön. Gut. Ich lade erstmal Leute nicht wieder ein, die mich die ganze Zeit lang zu spielen herausgefordert haben. Das stört bei der Aufnahme halt einfach. Ich wünschte, man könnte es partiell so ausschalten, dieses so nach dem Motto, ich möchte aktuell gerade nicht herausgefordert werden. Wisst ihr, dass es so einen Button gibt, wo man einfach so sagt, herausforderbar, nicht herausforderbar. Und dass es immer so klein unten erscheint und nicht, dass es dir den ganzen Bildschirm blockiert. Weil ihr sollt mich ja, wenn ihr zum Beispiel streamen wollt und so weiter und so fort, ihr sollt mich ja dann herausfordern können und so, aber nicht, wenn ich aufnehme. Das stört halt immens, ne? Das ist halt schon ziemlich scheiße dann. Und wenn man das einfach ein- und ausschalten könnte, das wäre so gut. Und so muss ich die Leute mal rausschmeißen. Das finde ich so traurig. Naja, gut, geht halt momentan nicht anders. Tut mir leid, Leute, ist halt leider nicht anders möglich gerade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten und Teilen. Und ja, das hat ziemlich viel Spaß gemacht gerade. Da war das erste Mal der Gegner anscheinend erstmal etwas schwerer. Unser Spudo braucht ein neues Deck. Da setzen wir uns, glaube ich, das nächste Mal dran. Okay, macht's gut, wir singen.